Wir sind auf Kontinent 1 bei den Pröckelruinen. Ich bin Lothrae und es geht weiter mit Wachlente Shake der Menschen. Wir fangen mal beim Start an. Diese Stage heißt Steinopolis. Steinopolis, sorry, warte, was? Der Text ist immer viel zu schnell weg für ein Let's Play. Das schaffst du mit links. Ich spiele aber mit beiden Händen. Naja, egal. So. Eben genau so, was meine ich. Spring hintereinander von drei Bandinaros. Ich werde den Namen nie aussprechen können. Ab. Sammle 25.000 Münzen und beende die Stage bevor. Genau solche Aufgaben, die ich dann ewig rumprobieren kann und ihr klickt das Video weg oder guckt nebenbei Porno. Ich weiß nicht. Und das wäre einfach viel zu langweilig. So, und das ist das letzte Mal, dass ich mich dafür rechtfertige, warum ich keine Missionen mache. Also im Video schriftlich. Vielleicht, wenn ich mir an. Wenn mich wirklich jemand anmault, deswegen ist so. Okay, und. Und ich guck nur, ob's wieder laggt. Also bis. Ach Gott. Warum muss es immer laggen, wenn ich gerade was Cooles aufnehme? So. Weißt du, wenn ich Aufnahmetests mache oder so, geht alles immer perfekt. Aber dann, wenn ich wirklich spiele, fängt es wieder an zu laggen. Aber jetzt geht's ja wieder so. Die Welt habe ich gerade noch trainiert, weil ich. Also genau die Welt habe ich Aufnahme getestet. Ja, ging ganz gut. Weil ich muss nur aufpassen, weil da braucht man einige Gegner noch zum Werfen, aber sonst kann ich eh wieder zurückgehen und die Gegner kommen nach. Steinmünze! Ach ja, mit Steinfatter kann man auch Gegner zerstören. So, okay. Komm her. Perfekt. So, die Beutel. Das ist am besten, wenn ihr euch irgendwo immer zu einer Wand stellt und sie dann zerschüttelt. Weil dann bleiben die alle so da und verteilen sich nicht im ganzen Raum oder fliegen ins Wasser oder in die Schlucht oder sonst irgendwo, wo ihr nicht hinkommt. Nur ein kleiner Tipp. Vom alten Lord. Und ja. Rufzeichen heißt Wolf Shake Time. Also einfach wie Feminine schütteln. So. Excellent. Okay. Es geht weiter, immer weiter. Ich finde die Musik einfach so geil. Das ist auch die Siegesmelodie von Wario, wenn ihr in Super Smash Bros. Brawl gewinnt. Irgendwer hat mir mal gesagt, dass die Melodie in einem früheren Wario-Spiel auch schon mal vorkam und sie deswegen in Super Smash Bros. Ist. Aber ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, wo. Vielleicht könnt ihr mir das in den Comments sagen. Würde mich nämlich interessieren, ob das jetzt vielleicht in Wario Land 1 war oder in irgendeinem anderen Wario-Spiel, wie Wario's Woods oder ich kann. Keine Ahnung. Wario's Wood, So. Das ist ein großer Geldfuck. Da ist ganz viel Geld drin. Und ich weiß nicht, warum ich plötzlich so rede, als wäre meine Zunge mehrfach gebrochen, obwohl sie gar keine Knochen hat. Heute rede ich wieder so extrem viel Blödsinn. Die. So, next one, da oben ist wieder so ein Sack. Da oben bei den Münzen, da kommen wir später hin, wenn wir also zurückkommen, meine ich. Hi. Ich habe nur eine Wand gesucht. Weil nachher müssen wir ja wieder zurück zum Start. Also, und alles mögliche. Da unten können wir. Okay, das ist eine Ziele. Da. Und wir gehen in die Röhre. Oder warte, was gibt's da weiter? Was ist denn da noch? Ah, da geht sowieso runter, okay. Also gehen wir zuerst mal da runter. Obwohl ich das Level vorhin noch aufgenommen habe, weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin muss. Ah ja, da ist die Schatzkiste. Gut, dass wir da waren. Ganzkörperschwimmbrille. Auch genannt Taucheranzug. Oder ist das was anderes? Werden wir noch erfahren. Blub, blub, blub. Hey, Mister. You're gonna die. Bam. So. Und viel Geld, Geld, Geld.
aber das ist wenigstens wieder mal ein Wario Land, wo es sich wirklich wieder um Geld dreht, so wie in Wario Land 2 und 3. In Wario Land 4 waren das ja alles nur Punkte, also nicht so wichtig. Und das ist ein Kontrollpunkt, das heißt, wenn wir sterben, fangen wir da wieder an und müssen nicht das ganze Level extra machen. Ah ja, so. Das brauchen wir, damit wir hier raufkommen. Auch klar. Und jetzt können wir entweder das Ganze kaputt machen. Machen wir mal. Ach so, nee, das wird dann gar nicht kaputt. Das wäre nur kaputt. Also nicht immer automatisch drauf kloppen, wenn ein Rufzeichen ist, sondern zuerst nachdenken. Bam. So, da oben ist auch noch irgendwas. Und zwar diesmal müssen wir das als Lift verwenden, denn hier ist noch eine Schatztruhe. Ein Kristallschädel. Erinnert mich an Indiana Jones. Und der Kristallschädel hat die genialste Beschreibung aller Zeiten. Das ist die einzige, die ich mir gemerkt habe. Ach ja, solche Kristalle gibt es ja hier auch. Habe ich ganz vergessen, weil den habe ich übersehen beim letzten Mal. Weil ich vorhin schon zum Käfig gegangen bin und dann ist das dazu. Und was magst du? Willst du den Käfig beschützen, oder? Naja. Also, let's go. Alarm, Eindringlinge! Warte, geht da eigentlich nicht so? Okay, man kann nicht rennen und sich dann ducken, um zu rutschen. Wusste ich auch nicht, dass das in dem Spiel gar nicht geht. Und hier haben wir wieder so eine Box. Und ich hoffe diesmal... Ups. Cool, ich habe 25.000 Münzen. Eigentlich hätte ich da oben weiter rennen können. Ja, wäre eine Abkürzung gewesen, aber... Mehr auch nicht. Und vielleicht hätte ich noch mehr Punkte bekommen da oben, nämlich... Da wäre ich dann rausgekommen und das wären einfach mehr Punkte gewesen. Aber Schätze haben wir ja alle, oder? Kann man das irgendwo sehen? Ja, wir haben alle Schätze. Gut. Also, renne ich mal raus. Und Ziel. Und irgendwie... Dauert ein Level doch nur 8 Minuten oder so. Naja, ich mach's trotzdem Level für Level, damit ich die Parts auch cool benennen kann. Also, je nachdem, wie die Welt heißt. Also, der Part heißt Steinopolis. Fortfahren. Gut. Nächstes Level ist dann Weite Wüstenei. Das schaffst du mit Links, ja. Fällt dir auch noch was Angst an? So, ich schaue nur schnell, ob es vielleicht schon ein Herz oder so irgendwas zu kaufen gibt. Ich würde gerne wissen, was für eine Sprache eigentlich Wario spricht. Ah ja, es gibt ein Herz, aber das ist verkauft. Ein Energietrank. Da können wir zwei gleichzeitig haben und ja, ich glaube, ich kaufe mir mal einen. Aber der nächste ist dann teurer, wenn man sich einen zweiten kauft, kostet der 100.000. Okay, weil die Kontinentenkarten, die bringen mir eh noch nichts, weil ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie eine Sperre drin war, dass man Kontinent 2 sowieso erst kann, wenn man das erste Boss-Wappen hat. Oder ob ich die sowieso einfach beim ersten Mal alle so hintereinander 1, 2, 3, 4, 5 gemacht habe. Aber ich mache sie sowieso im Let's Play auch hintereinander, deswegen bringt mir das noch nichts, wenn ich das kaufe. So! Schätze! Die Schätze sind wenigstens lustig, nicht so wie die Musiken in Wario Land 4. Okay. Steinmünze. Eine Münze aus hartem Gestein, daher schwer zu stehlen. Geizkragen schwören drauf. Ganzkörperschwimmbrillen. Normale Schwimmbrillen schützen die Augen. Normale Schwimmbrillen sind für Langweiler. Und jetzt das Beste. Kristallschild von einem Kristallmenschen. Bom, bom, bom. Mir gefällt's. Okay, also beim nächsten Mal sehen wir dann die Weite Wüstenei, wer sich auch immer diese scheiß Levelnamen ausdenkt. Oder diese Partnamen. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.